Fahren wir hier zum Canyon. Dann machen wir den Landsplit. Und dann gehen wir hier in das Café. Hallo! Ich gehe Roller mieten. Und dann, so wie vorhin auf der Karte, gehen wir die Sachen anschauen. Das ist heute unser Tag. Und wir sind in Pai. Hinter der Kulisse sieht es bei uns momentan so aus. Waschsack. Und Geschirr vom Zmarken. Wo wir eigentlich wohnen, werden die Trauer das später noch sehen. Auf jeden Fall schön. So, gesehen. Jetzt sind wir ordentlich Zeit, weil wir noch einen Roller mieten. Das heisst hier, so als Tipp, bei Country Hat. Das wäre die Memorial Bridge aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben sie seither immer wieder restauriert, die Brücke. Und früher haben sie durch die Waffen transportiert. Worden. Jetzt gehen wir weiter in Canyon. Es geht ein bisschen runter hier. Gefährlich. Ist von einem Erdbeben. Also 2011 hat sich hier die Erde sich aufgetan. Jetzt ist ein Spalt. Und wir laufen jetzt noch ein bisschen weiter hinten. Es hat von drei Erdbeben hat es hier ein Spalt gegeben. Von 2008 hat es angefangen. 2009 und der hier ist am Schluss gekommen. 2011.
Und wir verlassen unser Paradies hier mit den Bungalows. Es war sehr geil, sehr schön, sehr ruhig. Und ja, wieder noch eine grosse Spinne gesehen. Könnt ihr jetzt hier. Die Unterkunft hat uns 12,50 Euro gekostet, pro Person. Es war etwas teurer. Ja, jetzt gehen wir in ein Hostel. Da zahlen wir gerade die Hälfte pro Person, bei 6 oder 7 Franken. Ja, sparen. Wir haben den. Was sind wir echt heute? Dienstag. Also wir haben den 29. Nein, der ist schon lange. Ist der schon durch? Wir haben den 29. Jänner, Dienstag, gell? Ja. Genau, und wir waren im Fitness am Morgen. Wir haben ausgecheckt in unserem Bungalow. Und ja, jetzt sind wir noch mit dem Roller unterwegs. Und sie jetzt, hä? Am einem Wasserfall, wo wir baden können. Machen wir aber noch nicht. Später checken wir in einem Hostel rein für 2 Nächte. Und dann müssen wir dann schauen, wie wir es machen. Mit Weiterreisen und so. Also wir sind voll in Planung, wie wir auf Laos kommen. Und das wird wahrscheinlich mit einem Slowboat sein. Und das heisst von Pai ab mit einem Minivan Richtung Fluss, Richtung an die Grenze von Laos. Und dort werden wir eine Nacht schlafen schon, oder? Ja. Und am nächsten Tag gehen wir auf das Boot, auf das Slowboat. Ist der Plan. Sind wir dort unterwegs. 7-8 Stunden und den nächsten Tag nachher auch. Das sollten wir ankommen. Ja, das sollten wir zu Laos sein. Nach dem Wasserfall sind wir jetzt hier in diesem herzigen Kaffee. Und wir sind am Chillen. Ich bin noch am Videoschneiden für das Pagan-Tilt Nummer 2. Letztes Tag. Wir gehen jetzt noch in die Höhle. Got it. Got it. Also weg. Okay. Come on, come here. Wir sind ein kleines Grüppeli an 12 Personen. Und jetzt gehen wir hier in die Käfige. Und die Tour geht etwa Stunde und halb. Es hat so 3 Stationen. Und vor dem zweiten Tag gehen wir dann mit einem so Bambusbötchen in die dritte Station. Und dort sehen wir von vor aus noch, wie die Vögel wieder alle reinfliegen. Dort ist der Eingang zu dieser Höhle. Und sie wird unsere Guidin sein mit der Ölpetrollampe. Weißt du, wie hoch der Turm per Mitte ist? 29 Meter.
gehen wir in diesen Bambusbötchen durch die Hölle. Und das Feeling ist unglaublich. Man sieht fast nichts, ich mit den Öllampen. Hier oben hat es überall Tausende von Fledermäusen. Und hier Tausende von Fischen. Hier seht ihr so See, ja, das Gröppeli. Und ähnlich so gross ist die Hölle. Sieht aber sehr geil aus. Manu ist angeschissen worden. Was sagst du da dazu? Super Lotto! Ja. Also, das war unser letztes Video aus Pai. Es war mega schön hier. Ja. Pai ist empfehlenswert. Ja. Voll in 5 Tagen. Man kann es auch schneller machen. Aber man kann es auch länger machen. Ja, oder länger. Sehr gemütlich hier. Schöne Sachen, viel Natur und gutes Essen. Sehr gutes Essen. Und jetzt geht es morgen weiter. Manu hat es schon gesagt, einmal vorher. Ja, einmal habe ich schon gesehen, aber auf Flass. Und ja, die Hölle ist cool. Tschüss. Ha! Das Video ist noch nicht fertig. Wir haben gedacht, wir filmen noch einmal das Essen filmen hier. Weil es sich lohnt, dass ihr das auch noch seht. Und dass wir auch ein bisschen Erinnerung haben an das geile Essen hier in Pai. Ja. Und dazu seht ihr jetzt noch ein bisschen die Walking Street. Das meiste Essen bekommt man an Walking Street. Hat wieder so Foodstände. Ist eigentlich wie ein Streetfood-Festival in der Schweiz. Einfach halt zahlbarer und mit grösseren Portionen. Und wir zeigen euch jetzt, was wir alles schon haben gegessen und was wir alles noch werden essen. Viel Spass bei diesem geilen Essen. Gute Nacht. Tut doch viel essen, das Thailand sein. Tschüss!